Willkommen zurück zu SFS Colony. Heute geht's zu den Marsmonden, und zwar Phobos und Deimos. Dafür habe ich hier diese zwei kleinen Landemodule gebaut. Ich werde nicht viel auf den beiden machen, nur diese eine kleine Erkundungsmission. Es liegt daran, dass die sehr kleine Monde sind. Es sind im Grunde nicht mehr als Asteroiden, die vom Mars eingefangen wurden. Und deshalb werden wir da keine Kolonie drauf bauen. Die sind auch noch nicht mal rund. Also sie sind wirklich, ja, man sagt auch zu ihnen Kartoffelmonde. Sie sind also total komisch geformt. Und wir werden halt mit diesen beiden kleinen Modulen da landen. Wir fliegen dahin mit einer Atlantis 6. Die brauchen etwa die Hälfte von der Nutzlastkapazität. Aber ich dachte mir so, noch mehr Treibstoff werden wir nicht brauchen. Werden wir halt auch nicht brauchen. Ich habe schon getestet. Wir brauchen vielleicht höchstens die Hälfte davon. Auf gar keinen Fall alles. Und dann docken wir einfach an die Mikroraumstation an. Und die bringt die beiden Sonden hier zum Mars. Und dann fliegen die alleine zu den Marsmonden. Und dann fliegt die Mikroraumstation wieder zurück. Also so ziemlich Standard. Ja, dann fliegen wir mal los und schauen wir mal, wie es läuft. Thank you.
So, da sind wir wieder in einem Erdorbit. 50 Kilometer, 11% sind noch übrig. Sieht ganz gut aus. Ein, zwei Flüge, dann ist das wieder voll. Hier haben wir die erste Stufe. Die haben wir schön gelandet. Und hier haben wir die zweite Stufe. Die hatte tatsächlich noch ein bisschen mehr Treibstoff übrig. Als ich getestet habe, war es weniger. Aber gut, das ist jetzt nicht so viel gewesen, dass ich es besonders gelohnt hätte. Beenden wir die beiden Missionen einfach. Und dann gehen wir raus. Raus, raus, raus. Kleiner Lag. Na gut. Mars. Die Mission war echt, echt schwierig, sage ich mal. Gehen wir erst zu Phobos. Ja, Phobos und Deimos, das sind halt, es sind eigentlich Asteroiden, ja, die wurden vom Mars eingefangen und sind winzig. Ja, also ihr seht hier die Sonde und wir zoomen mal ein bisschen raus. Wir können die immer noch sehen, jetzt nicht mehr. Ja, die Sonne ist so ein kleiner Punkt. Jetzt kann man sie nicht mehr sehen. Das sind kleine Asteroiden. Ja, die kriegen es nicht hin, rund zu werden. Die sind dafür zu leicht, haben zu wenig Masse und zu wenig Gravitation. Das heißt, es hat auch ewig gedauert, da hinzufliegen. Ich musste nachhelfen mit den beiden RCS-Düsen oder mit den vier RCS-Düsen. Und hier haben wir Deimos. Ah, es ist, glaube ich, sogar. Ist, glaube ich, sogar ein bisschen größer als Phobos. Jedenfalls musste ich hier mit den RCS-Düsen nachhelfen, weil die Gravitation einfach zu gering ist. Und das hat mich dann schon einige Minuten gekostet. Ihr seht es natürlich nicht. Bei euch ist alles schön im Zeitraffer aufbereitet, verschnellert, mit ein bisschen Musik dahinter. Aber für mich ist das echt schmerzvoll, ja. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind jetzt so ziemlich fertig mit dem Mars, mit der Kolonisierung vom Mars. Schreibt mal in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen, was wir als nächstes kolonisieren sollen oder generell, ob ich irgendwas noch machen soll. Ich hätte da noch eine Idee, also ich hätte sogar einen Plan, was noch als nächstes kommt, das erzähle ich euch jetzt noch nicht. Und es könnte auch eine Weile dauern, also wenn das jetzt keine Vorschläge gibt, wird es erstmal ein, zwei Wochen oder so kein Video geben, damit ich das vorbereiten kann, was ich halt vorhab. Ihr könnt ja auch vielleicht schon überlegen, also in die Kommentare schreiben, was könnte ich machen? Also was glaubt ihr, was ich machen könnte? Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare und bis zum nächsten Mal und tschüss.